So, jetzt kommt die tiefste, kleinste, engste Brücke in Brügge. Einen wunderschönen guten Tag, hier ist euer Paul. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind gerade in Brügge, in Belgien. Wir machen hier einen kleinen Zwei-Tages-Trip, ein bisschen Urlaub. Und das Wetter ist ganz gut, es könnte ein bisschen besser sein, aber es wird noch warm. Wir haben ja 10 Uhr morgens. Wir machen hier so eine kleine Stadttour. Und das ist echt eine wunderschöne Stadt, hier so kleine Gassen. Hier seht ihr schon eine. Und ich werde mal gleich ein bisschen ein paar Sachen reinschneiden, wenn wir hier durch die Gassen gehen. Und ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind hier gerade in einer der engen Gassen in Brügge und das ist echt schön. Ja, es ist wie in Stockholm, in einem Musikvideo. Wenn ihr übrigens das Musikvideo von Stockholm noch nicht gesehen habt, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und die Gassen sind sehr ähnlich und sehr schön, also mir gefällt die Stadt immer besser. So, wir sind jetzt hier am Hauptplatz in Brügge. Ich bin mal gerade hier so einen 360 Grad. Das sieht man vor allem daran, dass hier im Hintergrund eine große Reisegruppe von japanischen und chinesischen Kollegen mit den Fotoapparaten beschäftigt ist und im Hintergrund diese Kathedrale fotografiert. Und diese Kathedrale ist sehr bekannt, weil im Film Brügge sehen und sterben der Hauptdarsteller sich am Ende vom Dach stürzt. Wir sind jetzt gerade hier am Rathaus und hier sind auch sehr viele Touristen. Übrigens, Brügge selber hat nur 120.000 Einwohner, aber 4 bis 5 Millionen Touristen jährlich. Also ich denke, das spricht für die Schönheit der Stadt. Dinge gerade meine Geschichtslehre. Naja, egal. Nee, ist wirklich sehr schön hier. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Boot. Und das ist immer ganz schön, die Stadt hier vom Wasser zu sehen. Hier ist Max. Max ist ordentlich mal fotografiert. Paparazzi unterwegs. Wir haben die gleiche Sonnenbrille. Wir sind die Blues Brothers. Genau. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon in Brügge wart oder ob euch dieser Name überhaupt was sagt. Weil ich habe den Namen Brügge das erste Mal gehört, als meine Eltern gesagt haben, wir fahren dahin. Also vielleicht geht es euch ja auch so. Aber es ist echt eine schöne Stadt. So, jetzt kommt die tiefste, kleinste, engste Brücke in Brügge. In Brücke. Wortwitz. Und mal gucken. Die deutschen Freunde lachen sich alle weg. Ob die Kamera es alles aushält. Achtung. Ja, er sagt schon Achtung. Jetzt, ich freue mich besonders, das Highlight des heutigen Tages, eine Tour durch die Brauerei. Belgien hat sehr gutes Bier und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Ich freue mich. Wir sind hier auf den Dächern von Brügge. Wir sind hier gerade im Brauhaus und der Blick von hier oben ist nochmal echt cool. Ja, ja. Da hinten ist die Kathedrale. Ja. Es gibt mehrere hier. Da hinten ist auch eine. Also die Stadt der Kathedralen. Im Hintergrund seht ihr den Abzug, wo dann quasi der Dampf aus den Kübeln kommt, wo das Bier hergestellt wird. Und das riecht ganz lecker, muss ich sagen. Ich freue mich gleich schon unten. Haben wir gleich, das ist in der Guide-Tour inklusive ein Bierchen, was wir testen dürfen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich sag mal bis gleich. So, der Moment der Entscheidung. Ich habe das Bier endlich in der Hand. Ich sag mal Prost euch allen und ich probiere mal hier. Ich schmecke Bier. Mit einem fruchtigen Nachgeschmack, es ist sehr lecker. Man kann sich das gönnen. Prost euch allen. Wir sind jetzt hier gerade abends in Brügge und wunderschöne Atmosphäre hier. Mit dem Wasser im Hintergrund und diese Stadt gefällt mir echt sehr gut. Schreibt mal alle in die Kommentare, was eure Lieblingsstadt ist. Das würde mich interessieren. Und dann schreibe ich vielleicht auch, was meine Lieblingsstadt ist. Aber diese Stadt hier ist echt, das kann ich euch sagen, ganz besonders. Und ich kann euch nur empfehlen, Brügge mal zu besuchen.
Ja, das war auch schon der Vlog aus Brügge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja einen Daumen hoch da lassen. Wir sind hier gerade noch ganz entspannt beim Griechen. Der Teller ist... ich bin so voll. Voll gefressen, aber... war lecker. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald, euer Paul. Ich hab total Bock auf diese YouTube-Geschichte. Wenn euch das Video gefallen hat, macht Daumen hoch. Was machst du denn da?